Hey Jay, bist du noch in Serge drin, beziehungsweise wann gehst du raus bei Projekten, die nicht performen? Das kommt tatsächlich drauf an. Also, wir sind ja noch nicht wirklich im Bullrun. Im Bullenzyklus definitiv, aber so richtig Bullrun, wie wir es eigentlich kennen, ist ja jetzt gerade einfach noch so ein bisschen, bleibt ja noch ein bisschen auf der Strecke. Und aus Low Caps ist es sowieso so, sobald die sich verdoppeln, nehme ich schon mal mein Investment raus, um mich abzusichern, und ich gehe auch teilweise bei 200, 300% einfach raus, weil mir das reicht. Das ist einfach ein Zock. Und zum Beispiel bei Getai und AI-Tech jetzt. Ich habe Getai, wir haben den bei 1,90 gecallt. Der ist bis 5,40 Dollar hoch. Ich habe knapp bei 5 Dollar nicht ganz das All-Time-High getroffen, aber ich habe verkauft. So. AI-Tech haben wir bei 8 Cent gecallt. Einige in der Gruppe hatten den sogar schon bei 1 Cent auf dem Schirm. So früh war ich selber leider nicht. Also, der echt einen 40, 50x mitgemacht haben. Und bei 48 Cent knapp drunter war, glaube ich, die Spitze 44 Cent oder so, habe ich den auch verkauft. So. Jetzt stehen sie halt da, wo sie stehen. Hätte man einfach gehodelt, wäre man im Minus gewesen, weil man zu gierig war. Also, man kann auch einfach mal Danke sagen, wenn man auch 100%, 200%, 300%, 150%, was auch immer mitnimmt. So. Und dafür ist jetzt zum Beispiel Pyrin abgestürzt, habe ich einen riesen Verlust mitgemacht, wie seit 2 Jahren nicht mehr so ein Verlust mit Pyrin. So, das war ja auch kein Placement oder sowas, das waren ja letztendlich eure Vorschläge auch aus der Community. Ich bin ja nur auf eure Vorschläge eingegangen. Also, wenn irgendwie ein Projekt abkackt, ja, dann bin ich genauso im Minus wie ihr, ne? Also, das ist ja nicht so, dass ich irgendwo dafür bezahlt werde und steck mir die Kohle ein und tschüss. So, das war nie ein Placement oder so, oder keins von diesen Low Caps ist jemals irgendwie ein Placement gewesen. Es waren hauptsächlich eure Vorschläge und ich habe das selber abgewogen. Hat das Potenzial? Macht das Sinn? Gehe ich rein? Gehe ich nicht rein? So, und zwei haben geklappt. Der zum Beispiel hat nicht geklappt. Sehr ärgerlich, aber im Endeffekt bin ich immer noch im Plus durch die Gewinne, die ich realisiert habe bei Getai oder bei AI-Tech. Und das hätte ja jeder so machen können. So, und bei Serge zum Beispiel, um da wieder drauf zurückzukommen. Ja, schwierig. Also, ich bin da gerade auch mit diesem Projekt, bin ich ebenfalls im Minus aktuell, aber schauen wir einfach mal das verhältnismäßig das Handelsvolumen, was immer noch steigt. Also die Nachfrage nach dem Projekt ist nach wie vor sehr, sehr groß. Ich glaube auch, dass da noch gut was kommt. Ich kaufe aber auch hier nicht nach. Ich betreibe bei Low Caps kein DCA. Entweder der knallt halt oder er knallt nicht. Ansonsten ist mir da einfach zu viel Geld weg. Wenn ich jetzt auch noch bei jedem Low Cap, wo ich irgendwo mal reingegangen bin, DCA betreiben würde. Bei Pyrin zum Beispiel wäre es katastrophal in die Hose gegangen, wenn ich da auch noch DCA betrieben hätte. Und ich verkaufe dann, wenn ich damit gut im Plus bin. Ne? Also in dem Fall unter einen Dollar stoße ich den nicht ab. Entweder der packt das halt oder auch da. Geld ist weg. Dann ist das halt so. Ne? Dann hat er nicht geklappt. Passiert. Aber das muss man halt abwägen. Also, ich habe vor, bei Serenity Shield bei Serge ab einem Dollar zu verkaufen. In der Videobeschreibung findest du einen Link zur BaFin-regulierten Kryptobörse Bitpanda. Starte jetzt und profitiere von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren selbst per PayPal und Kreditkarte. Was ist dein realistisches X-Potenzial zu Quilibrium? Boah, das ist schwierig zu sagen. Ist der mittlerweile überhaupt bei CoinMarketCap? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Naja. Nee. Also ich finde es auch ein sehr, sehr mit für mich jetzt eigentlich so das stärkste Projekt, was wir gerade ja einfach dabei haben, wo ich auch noch ordentlich nachlegen werde, wenn der jetzt noch ein bisschen runterkommt. Also wenn er nochmal unter die 25 Cent dippt, dann werde ich da auch nochmal ordentlich nachbuttern. Aber so, ja, lasse ich auch erstmal laufen. Und generell das Potenzial, es ist ja in dem Sinne unendlich. Also ich kann halt bei Low Caps keine Chartanalyse machen, weil das macht keinen Sinn, weil wir einfach keine vorherigen historischen Daten haben. Und daran bestimme ich ja eigentlich meine Preise, wann ich wie verkaufe oder auch neu einsteige. Das kann ich bei Equilibrium nicht machen. Und wir haben jetzt eine einzige zentrale Exchange, das ist CoinEx, die sehr, sehr klein ist. Also der wird früher oder später wie ein Bitensor Tau performen. Der wird in den Milliardenbereich gehen und der wird auch auf Binance und sonst wo überall gelistet werden. Und dass der mal mindestens in den höheren Dollarbereich kommt, der steht jetzt bei 30, ja, 28, 30 Cent müsste der gerade stehen, dass der mal mindestens dann irgendwie bei 3 bis 5 Dollar steht, das auf jeden Fall. Und dann müssen wir schauen, wie wirkt sich das Potenzial aus, wenn der erstmal auf größeren Börsen gelistet ist, wenn richtig Handelsvolumen und die großen Fische von Binance und Co. da reinkommen, kann der sogar auf 10 Dollar und deutlich mehr. Wäre genial, müssen wir abwarten. Das sehen wir halt erstmal dann, wenn es soweit ist. Aber der ist ja noch komplett unterm Radar. Und hat aber trotzdem eigentlich schon eine recht hohe Marktkapitalisierung. Also, ja, dementsprechend schwierig aktuell, das einzuschätzen. Das kann man bei Low Caps halt entsprechend nicht sagen.